Hallo liebe Schüler und Studenten der Preha Kerpen. Nachdem wir letztes Mal die segmentale Verschaltung eines Rückenmarksegmentes besprochen hatten, kümmern wir uns heute in Kurzfassung über die sogenannte Pyramidenbahn bzw. um das pyramidale System. Das pyramidale System ist im Körper das System der motorischen Kontrolle, welches Windkühlbewegung und feinmotorische Bewegung abstimmt, kontrolliert und von zentral nach peripher leitet. Wieder kurz zur Orientierung. Wir haben hier einen Querschnitt des Gehirns bis runter, etwa bis zur Cauda equina, sprich das Rückenmark zieht auch noch runter. Und hier auf der anderen Seite haben wir einen Querschnitt durch ein Rückenmarksegment, auch vom letzten Video noch bekannt. Hier oben eingezeichnet, einmal rot, einmal grün, zwei Bereiche, die gleich wichtig werden für uns. Die sogenannte Pyramidenbahn oder das pyramidale System beginnt hier oben im Großhirn, in der Großhirnrinde, im motorischen Kortex. Genauer gesagt beginnt es im Gyrus präzentralis, rot hier dargestellt. Der Gyrus präzentralis befindet sich im Frontallappen des Großhirns, im Lobus frontalis. Getrennt wird der Frontallappen, beziehungsweise auch dadurch der Gyrus präzentralis, durch die sogenannte Zentralfurche, das ist der Sulcus centralis, hier SC abgekürzt. Der Sulcus centralis trennt den Frontallappen vom Parietallappen und somit auch den Gyrus präzentralis vom Gyrus postzentralis, welcher dahinter liegt. Die Pyramidenbahn beginnt nun hier oben, steigt ab und passiert auf dem Weg nach unten zuerst mal die sogenannte Capsula interna, das ist ein Bereich des Gehirns, durch die die Pyramidenbahn durchläuft. Weiter verläuft sie durch die Großhirnstiele, bis sie dann letztlich zur Medulla oblongata gelangt. Die Medulla oblongata ist ein Teil des Hirnstamms, das sogenannte verlängerte Mark. Und hier passiert nun Folgendes. Innerhalb der Medulla oblongata kreuzt die Pyramidenbahn zu 70 bis 90%. Das heißt, die Fasern, die zuerst im rechten Hirn entspringen, kreuzen auf die linke Seite und laufen auf der linken Seite weiter herunter. 70 bis 90%. Diese restlichen 30 bis 10%, die noch überbleiben, kreuzen nicht auf Höhe der Pyramidenbahnkreuzung, sprich auf Höhe der Medulla oblongata, sondern laufen auf der gleichen Seite herab. Dazu komme ich aber gleich, wenn wir das nächste Bild besprechen. Wir sind runtergefahren, nun gehen wir in den anderen Querschnitt. Diese Bahnen, die nun gekreuzt haben, laufen das Rückenmark hier herunter im sogenannten Tractus corticospinalis laterales, innerhalb der weißen Substanz des Rückenmarks. Hier passiert jetzt Folgendes. Die Bahnen kommen herunter vom Großhirn und werden hier über ein Interneuron verschaltet in das motorische Vorderhorn. Innerhalb des motorischen Vorderhorns, das wisst ihr vielleicht noch aus dem letzten Video, werden motorische Efferenzen in den Körper geschickt. Hier folgt nun die Umschaltung auf das sogenannte zweite Motorneuron und es geht raus in die Peripherie, in den Körper. Dieses Stück von hier oben bis hierhin nennt man erstes Motorneuron oder auch gerne oberes oder upper Motorneuron. Ab hier nennt man das Ganze zweites Motorneuron. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist noch, dass das zweite Motorneuron rein von der Lage innerhalb des zentralen Nervensystems liegt, aber funktionell zählt man es zum peripheren Nervensystem. Was ich eben schon angesprochen hatte, diese restlichen 30 bis 10%, die jetzt nicht innerhalb der Pyramidenbahn auf Höhe der Medulla oblongata gekreuzt haben und hier runtergekommen sind, befinden sich nun hier im sogenannten Tractus corticospinalis anterior. Wir sind hier anterior, hier posterior.
Diese Fasern laufen auf der gleichen Seite herunter, beziehungsweise eben anterior, nicht gekreuzt, und werden erst auf Segmenthöhe wiederum über ein Interneuron verschaltet und hier auf das zweite Motoneuron umgeleitet und versorgen nun die Peripherie mit motorischen Efferenzen. Die bekannteste Störung des pyramidalen Systems ist sicherlich der Schlaganfall. Sprich, wenn ein Bereich des Gehirns, der Großhirnrinde, ausfällt, können keine motorischen Signale mehr an die Peripherie geschickt werden. Und es findet ein, sagen wir mal, segmentaler Regelkreis auf Rückenmarksebene statt, welcher unter anderem zu diesen Symptomen, die wir kennen, wie Spastik oder Spastizität oder erhöhten Muskeltonus führt. Das würde jetzt im Rahmen dieses Themas aber zu weit führen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Überblick über das pyramidale System, über die Pyramidenbahn verschaffen. Wie gesagt, nur ein kurzer Abriss, um vielleicht das Ganze nochmal anzuregen, dass ihr das vertieft. Und sollte euch das Video gefallen, würde ich mich über ein Gefällt mir oder einen Kommentar unter dem Video freuen. Falls ihr Vorschläge oder Interessen an weiteren Videos habt, könnt ihr das auch gerne darunter posten. Bis dahin viel Spaß beim Lernen.